Ich bin Verena, leidenschaftliche Köchin, und ich zeige euch heute drei winterliche Gerichte mit Spinat, das Ganze in Vorspeise, Hauptgang und im Dessert, und dazu ist es noch vegan. Ihr wollt mehr erfahren? Dann klickt unbedingt auf den Kaufland-Kanal und abonniert den. Ich starte mit der Vorspeise, ein Spinatstrudel mit einem wunderbaren winterlichen Salat. Der Spinat kommt jetzt direkt ins sprudelnd kochende Wasser und wird für eine Minute blanchiert. Los geht's mit den Kartoffeln. Spinat und Muskat bilden einfach das perfekte Traumpaar, das gehört zusammen. Und unser Star, der Spinat, kommt dann zuletzt hinzu. Und jetzt können wir von der breiten Seite her anfangen aufzurollen. Aber wir machen natürlich noch unsere Beilage, einen schönen winterlichen Salat. Dazu kommt Senf, Preiselbeermarmelade. Wir haben jetzt sehr viel Süße, also brauchen wir ein bisschen Säure, und das Apfelessig natürlich super. Der Strudel ist jetzt fertig und den schauen wir uns jetzt an. Und ihr seht schon, er sieht richtig gut aus. Und fertig ist meine Vorspeise, ein veganer Spinatstrudel mit winterlichem Salat. Nun geht es mit dem nächsten veganen Gericht weiter, und zwar einem Spinat-Kichererbsen-Curry. Und dafür haben wir natürlich wieder unseren Star, das ist der Spinat. Wir haben hier Mango, die werde ich zuerst schälen und in grobe Würfel schneiden. Jetzt geht's nur noch dem Zitronengras an den Kragen, dass er nachher richtig gutes Aroma hat. Kreuze ich den hier unten einmal ein. Die Pfanne ist jetzt heiß. Jetzt ist alles gut angeschwitzt, dass der Knoblauch mit hineinkommt. Und das Zitronengras. Tomaten kommen mit hinein. Und jetzt wird das Ganze mit Gemüsebrühe abgelöscht. Herrlich. Die 15 Minuten sind um und es duftet schon so schön. Das muss jetzt noch mal kurz aufkochen, circa 5 Minuten. Farblich gesehen ist es ja der absolute Knaller. Und noch ein bisschen Limette. Fertig ist mein wirklich schnelles Kichererbsen-Curry. Wenn euch das Gericht gefallen hat, dann schreibt mir das unbedingt in die Kommentare und lasst mir ein Like da. Im Dessert wird es jetzt richtig spektakulär, denn der Spinat findet auch hier seine Rolle. Das Ganze in einer Panna Cotta, schön mit Orangenfilets. Die Sahne ist drin, jetzt kommt Zucker hinein und es mag einer Vanilleschote. Ich koche das Ganze jetzt einmal auf und anschließend muss es noch mal für 10 Minuten vor sich herköcheln. Für das Topping brauche ich 2 Orangen. Jetzt kann ich die Filets herausschneiden. Zu den Orangenfilets kommt jetzt noch etwas Orangenlikör. Wenn ihr kein Likör mögt oder das Ganze ohne Alkohol machen wollt, könnt ihr auch etwas Orangensaft oder auch ein Maracuja-Sirup, irgendein schöner Sirup, wo ihr denkt, das peppt das Ganze noch ein bisschen auf. Jetzt rühre ich das Ganze einmal um und gebe es anschließend auf meine Panna Cotta obendrauf. Gerne auch was von diesem leckeren Sud mit angießen. Fertig ist es. Das war mein Dreigang-Menü rund um Spinat und ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das fandet, und mich interessiert besonders, was ihr zu dem Dessert sagt mit Spinat. Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal sehen, wenn es wieder heißt, Verena kocht. Bis dahin, macht's gut!